Herzlich willkommen zu diesem Video am heutigen Sonntag. Gestern haben wir die T-Mobile US vorgestellt. Das ist die Tochter des Unternehmens, was wir heute vorstellen, nämlich der Deutschen Telekom. Diese beiden Unternehmen unterscheiden sich massiv voneinander, nicht nur, weil sie völlig unterschiedliche Märkte bearbeiten, die Deutsche Telekom, nämlich den deutschen Markt und auch stark natürlich den europäischen Markt und die T-Mobile US den US-Markt. Natürlich hat die T-Mobile US einen kleinen Vorteil, nämlich der Markt ist deutlich größer. Es geht um den US-Markt. Wenn man jetzt Europa und die USA vergleicht, haben wir zwar in Europa wesentlich mehr Einwohner, aber der Konkurrenzkampf in Europa ist deutlich größer, wegen eben einer gewachsenen Struktur, könnte man sagen. In den USA sind eben die Grenzen zwischen den einzelnen Bundesstaaten eben nicht zu vergleichen wie die Grenzen hier in Europa. Trotzdem ist der Markt auch in den USA sehr hart umkämpft und es ist der T-Mobile US gelungen, diesen Markt für sich sehr gut zu bearbeiten. Sie ist unter den Top 4 Unternehmen und hier in Deutschland ist es natürlich auch so, dass es einige Unternehmen gibt, die sich diesen Markt hier aufteilen. Es ist auch ein sehr, sehr hart umkämpfter Markt, aber trotzdem ist die Telekom immer noch der Platzhirsch. Sie hat das größte Netz und hat auch natürlich die Hand auf dem Netz, das heißt, sie vermietet das Netz, aber wir könnten hier viele Sachen aufzählen, die negativ sind. Wir alle kennen diese ganzen Meldungen, der 5G-Ausbau schleppen, das Glasfasernetz könnte schneller ausgerollt werden und. Es gibt genügend Probleme und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum diese Aktie verglichen mit ihrer Tochter in den USA geradezu nicht vom Fleck kommt. Und das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen, gehen wir in die Charts. Hier gehen wir heute umgekehrt vor. Heute schauen wir uns zunächst den übergeordneten Chart an, weil das erstmal sehr wichtig ist, um das ganze Thema hier einzuordnen. Das ist der Wochenchart, das heißt, eine Kerze entspricht einer Woche. Das ist ein sehr guter Überblick. Die Telekom galt in den 90er Jahren als die sogenannte Volksaktie und das sehen wir hier auch, das hat hier auch gegriffen. Diese Aktie hat hier einen kometenhaften Anstieg bis auf 104 Dollar etwa hingelegt, das ist schon sehr, sehr beachtlich, aber dann kam eben 2000 und damit auch das Platzen der sogenannten Dotcom-Blase. Das ist nicht spurlos an einigen Unternehmen, also an allen Unternehmen kann man fast sagen, es ist nicht spurlos vorbeigegangen, aber vor allen Dingen im Technologie- und Kommunikationssektor hat es natürlich richtig gescheppert. Und die Deutsche Telekom ist da keine Ausnahme. Sie ist hier wahnsinnig nach unten gefallen. Sie ist nochmal unter sozusagen den Ausgabekurs gefallen, was ein sehr gutes Zeichen ist. Ich habe es in einigen Videos schon erwähnt, das ist eigentlich eine notwendige Bedingung. Insofern ist das eigentlich nichts Schlimmes. Natürlich ist es schlimm, wenn man investiert gewesen ist und jetzt auf einem Berg von Minuszahlen sozusagen sitzt, also auf einer ganz dicken roten Zahl im Depot. Das ist natürlich für Anleger alles andere als angenehm gewesen, aber dennoch ist es halt eben so, dass wenn eine Aktie an die Börse geht und zunächst mal sehr stark ansteigt, dann kommt normalerweise eine heftige Korrektur, die nochmal deutlich unter den Ausgabekurs führt. Und das hat die Telekom hier auch par excellence, wenn man so möchte, exerziert. Wie gesagt, für die Anleger ist das natürlich schmerzhaft. Was hier sehr negativ ist an diesem Papier, ist zunächst einmal diese Struktur hier. Also wir sagen, es ist möglich, dass diese Aktie hier unten dieses langfristige Tief hinterlegt hat. Es ist sogar eigentlich fast notwendig, könnte man sagen, weil wo soll sie denn noch hingehen? Weil der Kurs ist gefallen auf 10 Euro etwa. Da ist nicht mehr, also da passt eigentlich kein Papier mehr dazwischen. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass diese Aktie hier womöglich einen Boden ausgebaut hat. Und das sieht mir auch aus wie ein Boden. Gleichwohl ist die Struktur, die seit diesem Tief hier bei 10,40 Euro nach oben gekommen ist, alles andere als schön. Und das ist das, was uns auch eben Kopfzerbrechen bereitet. Und deswegen möchte ich gleich vorneweg sagen, es ist durchaus möglich, dass diese Aktie hier nochmal deutlich ansteigt sogar. Aber das Ganze als korrektive Aufwärtsbewegung macht, um dann hinten raus nochmal auszuverkaufen auf etwa 8 Euro oder sogar 2,59 Euro. Das muss man hier sagen, das ist ein Risiko und das ist auch einer der Gründe, warum wir die Deutsche Telekom aus unserem Depot genommen haben vor einigen Wochen. Uns ist diese Geschichte hier einfach nicht schön genug gewesen und das gucken wir uns jetzt im Detail an. Wir schauen uns die Struktur hier an, von hier genau, also das hier sieht auch schon nicht schön aus, muss man sagen, das beleuchten wir jetzt nicht näher, das kann man hier schon erkennen, dass das einfach keine schöne, saubere, impulsive Struktur ist, aber gleich viel.
Wenn wir annehmen, dass das eine 1-2 gewesen ist, müssen wir weiter annehmen, dass wir es hier, wenn das Ganze hier noch bullish sein soll, weitere 1-2 Setups bedeutet, wovon wir jetzt hier in einem x-ten sozusagen stecken, was grundsätzlich ja nicht schlecht wäre, wenn diese Aktie jetzt tatsächlich hier nochmal in die rote Box deutlich nach oben kommt und dann hier lediglich eine Welle 2 ausbaut und dann nach oben zieht, dann haben wir durchaus die Möglichkeit, dass diese Aktie eben langfristig sehr, sehr stark nach oben läuft. Aber wahrscheinlicher sehen wir, dass diese Aktie hier in die rote Box reinkommt, eben genauso wie in dieser Alternative hier auf diesem Chart. Das ist ein Unterschied zum anderen Chart, das komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir erwarten, dass sie dann nochmal deutlich stärker nach unten ausverkauft. Das ist immer noch übergeordnet, das bullische Bild möchte ich hier erwähnen. Und zwar lediglich bis hier in die violette Box zwischen 15,26 Euro und 11,84 Euro. Das halten wir für die allerbeste Möglichkeit, um insgesamt ein bullisches Szenario hier aufrecht zu erhalten. Oder wie gesagt, wenn ihr das hier schon ausreicht, dass sie eben hier nochmal eine kleine Zwischenkorrektur macht. Das sind zwei Möglichkeiten für die Aktie, eben ein bullisches Szenario aufrecht zu halten. Das Wahrscheinlichste ist, dass sie eben hier in die violette Box gerät und dann eben diesen Aufwärtstrend weiter nach oben fortsetzt. Das heißt aber nicht, dass diese Aktie dann langfristig über dieses Allzeithoch hinausgeht. Das ist zwar hier die Prognose, oder sagen wir es mal so, das wäre wünschenswert, wenn sie langfristig 177 bis 217 Euro erreichen könnte, aber ich habe es ja vorher erwähnt, das Ganze lässt sich durchaus auch korrektiv denken und da ist noch ordentlich Platz für eine Welle X, von der ausgehend diese Aktie am Ende immer noch eine sehr starke korrektive Abwärtsstruktur ausbauen kann, als Finale, wenn man so möchte. Also insgesamt ist das Ganze auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Es ist sehr, sehr schade, weil wir dieser Aktie durchaus jetzt zugetraut hätten, dass sie sich hier wesentlich besser fängt. Aber da müssen wir jetzt leider abwarten. Also es ist zu hoffen, dass sie eben dieses Szenario ausbaut oder dieses, um dann wenigstens ein Stück weit nach oben zu laufen. Das kann durchaus Kurse im Bereich 50 bis 80 Euro bedeuten und das wäre sicherlich eine sehr, sehr gute Chance, auch für sehr, sehr viele, die aktuell noch im Minus sind, um dieses Papier dann womöglich wenigstens dann im Plus nochmal loszuwerden. Auch hier möchte ich nochmal erwähnen, dass das jetzt kein Aufruf zu irgendwelchen Derivatkäufen sein soll, Short Trades oder sonst irgendwas. Das Ganze ist, wie wir jetzt hier im Chart gesehen haben, noch eine sehr unausgereifte Angelegenheit. Wir müssen erstmal abwarten, welche Strukturen sich hier auf welche Weise ausbilden. Es müssen, wie gesagt, einige Kriterien erfüllt sein, um davon auszugehen, dass die Aktie womöglich tatsächlich den Aufwärtstrend beibehalten kann oder ob sie nochmal deutlich tiefer kommt oder eben ganz tief auf die, weiß ich nicht, 8 Euro oder 2,50 Euro nochmal absackt. Also das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass das dann ein absolutes Zocken wäre und nichts mit kalkuliertem Handeln zu tun hat an der Stelle. Was wir aber hier auch auf jeden Fall sehen, ist Folgendes. Im Vergleich zur T-Mobile ist dieses Papier einfach sagenhaft schlecht vom Wert, muss man sagen. Ja, also die Deutsche Telekom bewegt sich hier jetzt zwischen 20 und 25 Euro, wohingegen die T-Mobile hier in Richtung 200 Dollar unterwegs sein kann, wenn sie eben einen Boden mal ausgebaut hat. Sie wird höchstwahrscheinlich auch nochmal unter 100 Dollar fallen, aber das Ganze bewegt sich auf einer wesentlich höheren Wellenebene und der Aufruf an uns alle soll sein, wir sollten uns überlegen, ob wir nicht vielleicht den deutschen Markt stärker bearbeiten wollen, weil es gibt eine wahnsinnige Diskrepanz eben zwischen dem deutschen und dem US-Markt. In Deutschland handeln einfach wesentlich weniger Menschen mit Aktien als in den USA. Was wiederum schön ist in den USA, ist, dass die T-Mobile US als eine Aktie der Iren gesehen wird und deswegen hat sie eben in den letzten Jahren so starke Anstiege erlebt. Und das ist etwas, wovon die Mutter, nämlich die Deutsche Telekom, nur träumen kann und das liegt auch natürlich an unserem Verhalten. Gut, wir müssen uns an unsere eigene Nase fassen, wir haben die Telekom eben aus unserem Depot verkauft, wir haben sie rausgenommen, weil das Risiko einfach zu groß ist, aber insgesamt ist das einfach eine Grundsituation, die wir hier bedenken müssen und das ist ein Vergleich, der mir sehr wichtig ist,
Wir sehen es an so vielen Aktien, die in Deutschland weit unter ihren eigentlichen Werten sind. Das gilt auch für eine BASF zum Beispiel. Ich meine, das ist der größte Chemiekonzern der Welt und kommt irgendwie über die 50, 60 Euro nicht hinaus. Solches sieht man in den USA zwar auch ab und zu, es gibt auch so ein paar Sorgenkinder, aber insgesamt ist da einfach wesentlich mehr Druck in der Leitung. Und das ist mein Plädoyer eben für den heutigen Sonntag. Das soll es dann an der Stelle auch, was dieses Thema betrifft, gewesen sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst. Das ist ein Video von Liberty Stock Markets, dein Analysehaus aus München. Mein Name ist Michael Kaiser, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Sonntag noch, guten Start in die Woche. Macht's gut, ciao.